Bei einer Demonstration für US-Präsident Donald Trump im kalifornischen Berkeley ist es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Pro-Trump-Demonstranten gerieten mit vermutlichen Gegnern des US-Präsidenten aneinander. Einige setzten Holzstöcke ein, andere Protestierende machten von Pfefferspray Gebrauch, um gegen den politischen Gegner vorzugehen. Laut Polizeiangaben waren insgesamt 200 bis 300 Gegner und Befürworter bei den Protesten anwesend. Ein paar Menschen wurden bei den Zusammenstößen leicht verletzt, eine Person sei verhaftet worden, so die Polizei weiter. Der Vorfall im eher linksliberalen Berkeley war der einzig bekannte gewalttätige Zwischenfall am Samstag. In vielen Teilen der USA hatten die Veranstalter der sogenannten Spirit of America Demonstration zu Pro-Trump-Bekundungen aufgerufen. Auch in der US-Bundeshauptstadt Washington marschierten Trump-Fans zum Weißen Haus und skandierten immer wieder seinen Namen. Auch die jüngsten Anschuldigungen Trumps, dass sein Vorgänger Barack Obama seine Telefone abgehört haben soll, war ein Thema bei den Demonstranten. Jemand wird dafür ins Gefängnis gehen, jemand sollte. Verrat, ich glaube, Obama ist ein Moslem. Ich glaube, er will unser Land zerstören. Ich glaube, er hat schon lange vorher Verrat begangen. Dafür sollte er angeklagt und verurteilt werden. Barack Obama hatte die Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen. Weder Obama noch jemand anderes im Weißen Haus habe jemals die Überwachung eines US-Bürgers angeordnet, sagte ein Sprecher des ehemaligen US-Präsidenten.